Separatisten planen Referendum. Die von Russland unterstützte selbsternannte Volksrepublik Luhansk erwägt ein baldiges Referendum über den Beitritt zu Russland. Das ukrainische Militär soll 7 Angriffe in den Regionen Donetsk und Luhansk zurückgeschlagen haben. Die Entwicklungen im Live-Blog. Türkei fordert weitere Gespräche mit Russland. Die Türkei plädiert für weitere Gespräche mit Russland über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine. Die Türkei und andere Staaten müssten weiterhin mit Russland reden, sagt der türkische Präsidialamtssprecher Ibrahim Kalin auf dem internationalen Doha-Forum in Katar. Wenn jeder die Brücken zu Russland niederbrennt, wer wird dann am Ende des Tages mit ihnen reden? Fragte er. Die Ukraine brauche mehr Hilfe und müsse mit allen Mitteln unterstützt werden, damit sie sich selbst verteidigen könne. Aber die russische Seite müsse auch angehört werden. Auch Blinken rudert bei Biden-Äußerung zu Putin zurück. Außenminister Antony Blinken hat versucht, den aufsehenerregenden Worten von Präsident Joe Biden gegen den russischen Staatschef Wladimir Putin die Spitze zu nehmen. Die USA verurteilten den russischen Angriff auf die Ukraine, hätten aber nicht vor, Putin zu stürzen, versicherte Blinken in Jerusalem. Das muss das russische Volk entscheiden, fügte er hinzu. Biden hatte gestern in Warschau mit Blick auf Putin gesagt, um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben. Das Weiße Haus betonte bereits kurz darauf, dies solle nicht als Aufforderung zum Sturz Putins verstanden werden. Blinken sagte dazu in Jerusalem, die USA hätten wieder versichert, dass sie keine Strategie für einen Machtwechsel in Russland oder anderswo hätten. Das sei jeweils Sache des Volkes in dem betreffenden Land. In Bezug auf Putin habe Biden ausdrücken wollen, dass der russische Präsident nicht die Macht haben dürfe, Krieg oder eine Aggression gegen die Ukraine oder andere Staaten zu führen. Kein direkter Fluchtweg für Zivilisten aus Mariupol. Die ukrainischen Behörden können bedrängten Zivilisten weiter nicht direkt bei der Flucht aus der schwer umkämpften Stadt Mariupol helfen. Menschen aus Mariupol sollten heute mit einem Buskonvoi aus der nahegelegenen Stadt Berdjansk abgeholt werden, kündigte Vizeregierungschefin Irina Werschtschuk an. 15 Busse sollten die Menschen weiter in die zentralukrainische Stadt Saporischja bringen. Wer die Flucht aus Mariupol im Auto schaffe, könne in Berdjansk umsonst nachtanken, sagte Werschtschuk in Kiew in einer Videobotschaft. Ein zweiter Fluchtkorridor wurde für heute im ostukrainischen Gebiet Luhansk ausgewiesen. Über 10 festgelegte Routen hatten sich gestern 5200 Menschen aus besonders umkämpften Gebieten retten können, wie die Agentur Union meldete. Urdeutschland und Polen dringen auf mehr EU-Hilfe. Angesichts der riesigen Fluchtbewegung aus der Ukraine haben sich Innenministerin Nancy Faeser und ihr polnischer Kollege mit einem dringenden Hilfsappell an die EU-Kommission gewandt. In einem Schreiben an Kommissionsvize Margaritis Schinas und Innenkommissarin Ylva Johansson dringen die beiden auf mehr Unterstützung bei der Verteilung der Flüchtlinge auf die anderen EU-Staaten sowie auf finanzielle Hilfe. So werden etwa ein Pauschalbetrag von 1.000 Euro aus EU-Mitteln für jeden Aufgenommenen ins Spiel gebracht und mehr Koordinierung bei der Flüchtlingsverteilung gefordert. Es liegt auf der Hand, dass unsere Ressourcen und Aufnahmekapazitäten nicht ausreichen werden, um den wachsenden Zustrom von Menschen zu bewältigen, heißt es in dem Brief vom Freitag, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Schnelle Lösungen auf europäischer Ebene seien dringend notwendig. Morgen wollen die Innenminister der EU-Staaten in Brüssel über den Umgang mit den geflüchteten Menschen beraten. Urreferendum zum Beitritt von Luhansk zu Russland. Die von Russland unterstützte selbsternannte Volksrepublik Luhansk in der Ostukraine erwägt ein baldiges Referendum über den Beitritt zu Russland. Ich denke, dass in naher Zukunft ein Referendum auf dem Territorium der Republik abgehalten werden wird, sagte der dortige Separatistenanführer Leonid Pasetchnik laut lokalen Medien.
Die Menschen werden von ihrem letztendlich verfassungsmäßigen Recht Gebrauch machen und ihre Meinung über den Beitritt zur Russischen Föderation zum Ausdruck bringen. Russland hatte kurz vor seinem Einmarsch in die Ukraine im Februar die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk in der ostukrainischen Separatistenregion als unabhängig anerkannt. Geflüchtete in Frankreich und Griechenland. Frankreich bereitet sich nach Regierungsangaben auf 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine vor. Bisher seien rund 30.000 Ukrainer angekommen, sagte Wohnungsbauministerin Emmanuelle Wagon. Die Hälfte davon setze ihren Weg in andere Länder wie Spanien fort. In Griechenland sind bislang 14.757 Menschen aus der Ukraine eingetroffen. Darunter seien 4.669 Minderjährige, teilte das griechische Bürgerschutzministerium mit. Alle Geflüchteten bekommen nach ihrer Registrierung sofort eine Sozialversicherungs- und eine Steuernummer, damit sie in Griechenland ein Konto eröffnen können. Athen hat bislang 3 Flüchtlingslager aufgemacht. Steinmeier, Deutschland vor härteren Zeiten durch Ukraine-Krieg. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland auf härterere Zeiten infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vorbereitet. Die scharfen Sanktionen führten unvermeidlich auch zu Unsicherheiten und Einbußen für uns. Es kommen auch auf uns in Deutschland härtere Tage zu, sagte er in einer Videobotschaft für ein Konzert der Berliner Philharmoniker im Schloss Bellevue. Wir werden bereit sein müssen, sie zu tragen, wenn unsere Solidarität nicht nur Lippenbekenntnis sein, wenn sie ernst genommen werden soll. Diese Tage würden die Welt verändern und auch uns verändern, vielleicht schneller, als wir es für möglich gehalten hätten, sagte Steinmeier. Und die ganze Wahrheit ist, viele Härten liegen erst noch vor uns. Ukraine-Botschafter nicht bei Steinmeier-Konzert. Der ukrainische Botschafter in Deutschland will an einem vom Bundespräsidenten veranstalteten Solidaritätskonzert nicht teilnehmen. Nur russische Solisten, keine Ukrainerinnen, twitterte Botschafter Andriy Melnyk. Ein Affront. Sorry, ich bleibe fern. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Berliner Philharmoniker haben für heute Mittag zu einem Solidaritätskonzert mit der Ukraine eingeladen. Unter der Leitung ihres Chefdirigenten Kirill Petrenko spielen den Angaben des Bundespräsidialamts zufolge Musikerinnen und Musiker unter anderem aus der Ukraine, aus Russland, Belarus und Deutschland gemeinsam Stücke ukrainischer, russischer und polnischer Komponisten.